Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Nachtrag zum Video von heute Mittag. Ich habe jetzt mit BeamNG noch ein bisschen rumexperimentiert, hat auch nur eine Stunde gedauert, aber ich habe jetzt hier mein Auto drin. Und wir können jetzt hier fahren. Wir stehen hier gerade in einer kleinen Garage, wie man sieht. Wir haben unser Auto, ich bin hier gerade rückwärts reingefahren, deswegen leuchten noch die Lampen. Und dann werden wir jetzt mal ganz gemütlich hier aus der Boxengasse herausfahren. Und man muss ja mal sagen, der Sound ist ja schon mal, ne, nicht schlecht. Gehen wir mal... Oh. Andere Kameraperspektive habe ich nicht, okay. Gut, dann müssen wir hier mal ein bisschen so... quer fahren, beziehungsweise ich muss mal gucken, dass ich die Ansicht so ein bisschen hinten drauf kriege. So, so ist gut. Ein bisschen zittert das Auto im Stand, das weiß ich noch nicht, woran das liegt, ist aber auch egal. Und in FPS jetzt geht es aber ganz gut eigentlich, das Spiel hier. Hätte ich gar nicht erwartet. Und der Kleine, der geht echt gut, ne? Also muss man ja ehrlich sagen hier, so jetzt diese Kurve meistern wir schon mal ganz gut. Wir werden gleich an einem verunfallten Auto vorbeikommen, wo ich schon mal lang gefahren bin. Wir müssen hier mal ein bisschen abbremsen, sonst kommen wir hier nicht rum. So, hier habe ich schon mal ein Auto in die Leitplanke gesetzt. Naja, gut. Spitzkehre verpasst. Ich habe ein bisschen zu sehr dem rauchenden Auto zugeguckt. Wir sind auch nicht auf der gleichen Teststrecke unterwegs. Ich habe sie nicht gefunden. Ich dachte, es wäre die gleiche Teststrecke, aber leider ist sie es nicht. Und jetzt müssen wir hier dann durch die Steilkurve durch. Oh, da hebelt es uns ein bisschen aus. Aber wir waren ein bisschen zu defensiv unterwegs. Hier hätten wir mehr Gas geben können eigentlich. So, jetzt gehen wir auf die lange Gerade hier. Da können wir mal richtig Schwung holen. Also ich denke mal, die 100 Meilen pro Stunde sind kein Problem, oder das können wir durchaus erreichen. Das wären 160 km/h immerhin, mit dem wir hier unterwegs sind. Also es fährt sich gar nicht mal so schlecht. Ich habe echt gedacht, wir sind schlechter unterwegs. So, kurze 160 km/h, hier ein leichter Knick ist hier drin in der Kurve. Aber das ist schon mal maximale Geschwindigkeit. Also der Boxer, der macht richtig gut Laune hier. Das geht ganz gut. So, jetzt müssen wir mal hart bremsen hier. Die Bremsen sind eigentlich relativ gut, finde ich. Also dafür, dass sie sich so beschwert haben über die Bremsen. Ah, komm rum! Ja, jetzt hat er nicht mehr gelenkt. Jetzt hat er einfach gesagt, ich will nicht mehr lenken. Ist irgendwas Gröberes kaputt gegangen? Wir müssen mal ganz kurz gucken hier, checken. Ja, wir haben eine kleine Delle drinne. Ah, schade, schade, schade. Irgendwas haben wir auch verloren. Ach so, ein bisschen ein Stück Lüfter ist da weggeflogen. Na gut, das passiert halt, ne? Schade, aber gut. Er zieht auch ein bisschen jetzt in die Richtung. Also so einen kleinen Schlag auf die Lenkung haben wir auch gekriegt. Oder auf den Reifen. Ah, das ist das mit dem Untersteuern, worüber sie sich beschwert haben. Also untersteuern tut er wirklich sehr. Leider Gottes. Ich weiß auch nicht, ob man das Spiel hier mit Lenkrad spielen kann. Das muss ich ja nicht immer testen, ob ich immer ein Lenkrad dran kriege. Aber ich muss jetzt die ganze Zeit gegenlenken hier, sonst zieht er mir ab in Richtung rechts. Also der kleine Einschlag, der hat schon was bewirkt. Komm mal rum hier ums Eck, so. Naja, gut, also ein Rennwagen ist es nicht, aber soll ja auch kein Rennwagen sein. Der soll ein bisschen Spaß bringen, soll ein bisschen gut fahren, aber muss er jetzt ja nicht hier die nächsten 24 Stunden von Le Mans gewinnen, das Ding. Und dann geht es hier schon bergauf. Zieh dich mal mit der Vorderachse hoch. Hoppala, da haben wir aber gut geleckt. So. Und dann sind wir auch schon wieder an der Boxengasse angekommen. Und ja, läuft eigentlich ganz gut das Autochen. Würde ich mal sagen. Und zur Feier des Tages werden wir es jetzt natürlich noch einmal gegen die Wand setzen. Ich glaube, hier hinten gibt es irgendwo so ein Punkt, wo man ziemlich lange geradeaus fahren kann und dann einfach platt irgendwo gegen rumpeln kann. Oder nee, das war da oben. Alles klar. So, dann wollen wir hier nochmal kurz hier durch den Tunnel fahren. Hör den Sound. Ich glaube, hier hinten war die Offroad-Teststrecke, ne? Weiß das nicht mehr. Bin hier früher mal öfter lang gefahren.
sauber durchgekommen. Okay, so, jetzt haben wir ein paar mehr Teile verloren. Jetzt ist vorne auch schon ein bisschen was krumm geworden. Komm hier. Ah, zieh an. Na gut, okay. Machen wir das anders. Drücken wir mal Escape und sagen, wir möchten ganz gerne nochmal ein Fahrzeug spawnen. Hier sehen wir einige Fahrzeuge. Wir können auch einen Fußball spawnen. Wir sehen hier auch so ein paar Modelle, die ich schon mal gebaut habe. Und wir sehen hier auch unseren Käfer. Den hole ich dann auch nochmal raus. Da sagen wir mal, spawnen mal ein neues. Wir werden jetzt hier irgendwo dumm rumstehen wahrscheinlich. Müssen dann mit dem Käfer erstmal hier rauskommen. Finde ich die Lichter echt gut gelungen, ne? Ah, die 36 PS natürlich ein bisschen. Mal gucken, dass wir hier irgendwo eine Stelle finden, wo wir hier hart hochkommen. Der brüllt natürlich auch nicht schlecht. Oh, hört sich gar nicht mal schlecht an, ne? Uiuiui. Der ist aber mal ordentlich wackelig auf dem Bein. Wo sind wir denn hier überhaupt unterwegs jetzt? Da komme ich, glaube ich, zum großen Showroom und so. Sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. So, das aber nun heute jetzt hier als Nachtrag noch für die. Oh, der lenkt ja gar nicht. Alles klar. Das ist die Rennstrecke? Nee. Doch, da unten ist die Rennstrecke. Ah, da sind die Boxengassen. Alles klar, okay. Aber der hat so viel Dunst, der hat so viel Schlupf auf dem Reifen. Huch. Aber der schleudert richtig. Also damit kommen wir hier keine. Oh. 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 Das bin ich, dieses Hin- und Hergelenke, ne? Das ist das Auto. Das macht es voll automatisch. Ich glaube, das hat eine Hinterradlenkung noch mit eingebaut. So sieht halt unser Käfer aus hier. In freier Fahrt und freier Wildbahn. Auch nicht schlecht. 50 Meilen pro Stunde immerhin. So, jetzt haben wir mal kurz mit dem Handanker einen U-Turn gemacht. Sieht doch ganz hübsch aus, oder? Unser Käferchen. In freier Wildbahn. Einmal hier schön aufgefahren. Ganz schön hochbeinig. Also es ist ein Country-Käfer. Aber was willst du machen? So ist das Leben manchmal. So, das als kleiner Nachtrag hier zu diesen Fahrzeugen noch. Natürlich will man sehen, wie sie sich im BeamNG natürlich alle immer verbiegen, die ganzen Fahrzeuge. Wir werden jetzt mal nach vorne den Pfeiler anvisieren, wenn wir gerade bleiben. Und wenn er mal volles Karacho, so viel Geschwindigkeit, wie man hier halt rausholen kann, aber viel mehr als das geht ja nicht, weil der vom Getriebe her begrenzt ist, einfach mal ordentlich den Pfeiler nehmen hier. So, und dann haben wir das Auto auch eingekürzt. Ja, ich würde sagen, sauber eingekürzt. Ist jetzt ein Kleinwagen, Kompaktwagen, passt in jede Parklücke. Gut. Also dieses 10-Minuten-Video war jetzt nochmal einfach so als Entschuldigung dafür, dass beim letzten Video quasi am Ende das wirklich so ein bisschen katastrophal aussah. Wenn euch das hier gefallen hat, wie ich unsere eigenen selbstgebauten Autos zerfahre, dann könnt ihr das natürlich auch gerne durch einen Daumen signalisieren und ähnlichen. Ich persönlich würde sagen, hört sich jetzt ein bisschen schwierig an beim Fahren, aber würde noch holen, also so ist es nicht. Wenn auch nicht mehr. Also, ja, so ist nicht.
ist nicht. Also er würde noch wollen. Ich finde die Beleuchtung hinten, die ist echt hübsch geworden. Also das ist wirklich, die Lampen sind echt gut hier. Also das gefällt mir sehr gut. Gut, von vorne sieht er jetzt ein bisschen verfremdet aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.